Ja, wie versprochen hier mein Video, die Antworten 946. So, mal gucken. Was ist dein Lieblingswitz? Fragt Johannes. Was fällt mir denn da ein? Ich habe vor kurzem Jürgen von der Lippe gesehen. Komme ich von der Arbeit nach Hause, will mich auf die faule Haut legen, ist die einkaufen. Anna, das fällt mir gerade nicht ein. Sorry. Was sind deine Lieblingssitzgelegenheiten? Mein kleiner Sessel. Kann ja mal hier wie halb losgehen, immer hochheben. Das ist hier der hier. Ist meine Lieblingssitzgelegenheit. Ist gemütlich, klein, gemütlich, lässt sich leicht hin und her schieben. Das ist mein Lieblingssitz. Ich gehe auch mal ab, die Folie. Mann, Mann, Mann. Panzerfolie, die nicht dran bleibt. Ihr könnt ja mal schreiben, wie man das macht, dass Panzerfolie dran bleibt. Lipo mit Superkleber festkleben. Gute Idee. Weiter geht's. Und sonntags schaue ich keinen Tatort. Da habe ich keine Zeit. Da bin ich immer arbeiten. Wenn man in der Küche arbeitet, hat man immer die Arschkarte mit sonntags. Da gibt's nichts Tatort gucken. Dein liebstes Urlaubsziel? Ich bin nicht so der Urlaubsflieger, Fahrer. Eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Was sind deine Top-Sehenswürdigkeiten in Castrop? In Castrop Sehenswürdigkeiten? Gibt es das? Die Wartburg. Also nicht die Wartburg, sondern die Wartburginsel. Kann man gut hinfahren. Kann man auch gut essen, wenn ihr mal essen möchtet, in Castrop Wartburginsel. Kann man machen. Sonst wüsste ich gar nicht. Sehenswürdigkeit in Castrop. Ich jetzt gar nicht. Wie viel Speicher ist in deiner Wohnung, wenn du CDs, DVDs, Blu-rays, Festplatten, Platten zusammenbringst? Weiß ich gar nicht. Ich habe hier um die 400 Spiele und bestimmt um die 500 DVDs und Blu-rays. Das wüsste ich jetzt nicht. Musik-CDs weiß ich gar nicht, wie viel ich da habe. Festplatten habe ich gar nicht so viel. Und einige Konsolen habe ich schon eingemottet. Weiß ich nicht. Terabytes. Warum hat die Lampe in deinem Video keinen Lampenschirm? Da bin ich zu faul zu. Da bin ich ganz offen zu. Ich habe die mal da dran gemacht und dann denke ich da nie dran, da eine Lampe dran zu machen. Das ist schlicht und weg fauler. So, nochmal Johannes, wie der Name Lippo zustande kam, vom Nachnamen Lipowski. Deswegen Lippo. Top 10 Spieler aller Zeiten. Könnte ich denn da nehmen? Auf jeden Fall Mario 64, Mario Odyssey. Ich gucke gerade dahin, weil da die ganzen CDs, DVDs, die ganzen Spiele stehen. Captain Toads Treasure Tracker ist auch ein super Spiel. Was haben wir dann noch? The Last of Us. Die Uncharted-Spiele. Dann die Assassin's Creed, Unity, Syndicate, Origins. Zu Odyssey komme ich leider nicht dazu, das zu spielen. Da fehlt einfach die Zeit. Das ist einfach zu aufgepumpt. So, auch beim Tomb Raider. Kaufen wir die Craft Edition von Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Kommen aber nicht, das zu spielen. Hier. Astrobot würde ich auch noch dazu zählen. Und was will ich. Wie war das nochmal? Wieso fällt mir dieses Solid Snake-Spiel nicht ein hier? Heißt das Solid Snake? Jedenfalls Phantom Pain. Dann Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas. Das sind aber schon bei weitem mehr. Jetzt kann ich so nur Prey dazu zählen. Und Witcher 3. Damit wären wir auch schon auf über 10. Was für ein Roller fährst du? Ich fasse das gar nicht. Irgend so ein Japan-Roller. Da bin ich letztens von der Arbeit nach Hause gekommen, da fing er so an zu schlittern, hinten hatte ich hinten Platten. Fahre ich momentan Fahrrad.
Das ist 900 Meter bis zur Arbeit. Ich glaube, das werde ich überleben. Das könnte ich auch zu Fuß gehen. Das werde ich überleben, das mit dem Fahrrad zu fahren. Ich weiß ja gar nicht, was für ein China-Roller das ist. Da habe ich mal jemandem ausgeholfen und habe dafür den Roller bekommen. Streamst du live auf Twitch? Nee, das mache ich nicht. Was haben wir dann noch? Hast du Angst vor Spinnen? Waschmaschine ist fertig. Geht so, ich kann die auch so in der Hand nehmen. Wenn das nicht gerade so handtellergroße Spinnen sind, dann ist das machbar. Wohin ging dein letzter Urlaub? Meine Güte. Das war in Ungarn. 1996. Magst du Apple-Produkte? Hab ich gar nicht. Wie zufrieden bist du mit deiner Switch? Da bin ich sehr zufrieden mit. Allein in Super Mario Odyssey. Jetzt habe ich mir dieses Spiel mit diesem Küken geholt, diesen Knobler, wo das Küken nicht springen kann. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Switch. Ich habe mir die geholt. Die Switch zusammen mit dem Controller, mit diesem, der war zwar nicht gerade billig, aber ich wollte auch nicht mit diesen Joy-Cons spielen. Und Super Mario Odyssey zusammen. Ich bin da zufrieden mit. Jetzt warte ich auf das nächste Yoshi-Spiel. Irritierenderweise habe ich es aber noch nie im Handheld-Modus benutzt. Hab das auf der Docking Station stehen und dann, da steht die gut. Ich bin aber zufrieden damit. Ich finde die okay. Mir reicht das ja bei den Nintendo-Konsolen immer, wenn die Nintendo-Konsolen gegenüber der Vorgeneration der Nintendo-Konsole einen Sprung nach vorne machen. Das reicht mir ja schon. Die muss nicht unbedingt hier die PS4 oder die Xbox One toppen. Das ist ja eine Schiene für sich, Nintendo. Spielst du Pokémon? Noch nie gespielt. Demzufolge werde ich auch das nächste Pokémon nicht kaufen. Aber ist ja von jedem zu jedem verschieden, was er spielt. Der andere spielt das, der andere spielt das. Das ist ja unterschiedlich. Der eine findet Call of Duty fantastisch, ich kann damit gar nichts anfangen. Der eine findet Pokémon toll, ich finde wieder das andere toll. Auf welche Spiele freust du dich im nächsten Jahr? Was kommt denn nächstes Jahr überhaupt? Kommt denn da? The Last of Us Part 2 fällt mir auf Anhieb ein. Was kommt denn da noch? Was kommt 2019? Ach, das Yoshi-Spiel. Dieses Papier-Yoshi für die Switch. Da freue ich mich auch drauf. Im Moment nehme ich mit dem Smartphone auf. Ich habe mich noch immer nicht dazu durchgerungen, mir einen Camcorder oder sowas zu holen. Könnte ich machen, aber irgendwie. Boah. Habe ich den inneren Schweinehund da nie überwunden. Das ist einfach nur mit dem Smartphone hier. Ne, Pläne, Musik zu machen, habe ich nicht. Ich habe mal auf der Arbeit gesungen. Da meinte der Chef, man sollte ihm das Singen verbieten. Alexander Markus kenne ich gar nicht. Ich arbeite in der Küche. Fragt hier, der Herr Anton hat gefragt, was sind deine Musikpläne? Und der Panzerli fragt, was arbeitest du? Ich arbeite in der Küche, in dem italienischen Restaurant. Wie bist du auf die Idee dieses Kanals gekommen? Wie läuft das Abnehmen? Das Abnehmen läuft, weiß gar nicht, wieso, um die 80 Kilo wiege ich. Weiß gar nicht, was momentan ist, ja klar, wenn du da am Rumlaufen bist wie ein Irrer da in der Küche, dann ist das schon okay mit dem Abnehmen, dann geht das schon. Das ist ja täglich, dass ich lese hier, dass mein Smartphone, ich trage das vor Arbeit immer in der Tasche mit mir rum. Dann steht da nämlich hier da ich teilweise mittags um 17 Uhr steht da schon hier, Schrittvorgabe für den Tag erreicht 10.000 Schritte. Da kann man schon bei abnehmen. Ich hatte eigentlich ursprünglich den Kanal, hier steht, wie bist du auf die Idee dieses Kanals gekommen? Ich hatte ursprünglich den Kanal nur zum Ansehen von Sachen. Das heißt, ich habe mir nur Videos angeschaut. Am Anfang und irgendwann habe ich dann halt angefangen, da fing das an mit der PlayStation 4, dass man Sachen aufnehmen konnte mit der PlayStation 4 und hochladen konnte, da war es auf 15 Minuten Begrenzung. Da hat es dann mit diesen Videos angefangen, so mit ganz kurzen Videos. Das wurden dann immer längere. Später habe ich noch versucht, so Let's Play zu machen. Dann habe ich mir, das habe ich gar nicht hier liegen, dieses Windows Smartphone, das habe ich dann als Kamera benutzt.
Dann habe ich halt auch Außenaufnahmen gemacht, bin hier zum Meerbewerchen und all so eine Sachen. Damit hat das so angefangen mit dem Kanal. Der hat am Anfang aber des Öfteren den Namen geändert, bis ich gedacht habe, dann nimmst du ja Fun Game Tube. Was willst du machen? Ich glaube nicht, dass das daran liegt, an der Namenswahl eines Kanals und beim Kanal viel abgerufen wird. Ja, und das war's dann auch schon. Dann bedanke ich mich für die vielen Fragen. Ihr könnt ja ruhig weiter Fragen stellen. Ich mache dann einen zweiten Teil von dem Video. Ich finde das schön, dass die Fragen gestellt worden sind. Ich habe schon gedacht, ich hätte gar keine Fragen zu beantworten. Ich müsste hier selbst. Mache mich auf den Weg. Müsste mir selbst Fragen stellen. So, ich bedanke mich dann. Ich kann ja mal einfach mal selbst ein paar Fragen beantworten. Wie viele Konsolen hast du? Da habe ich. Wie viele sind das überhaupt? Meine letzte Zählung irgendwann mal waren 15, 16, jetzt bin ich bestimmt auf über 20. Allein dieses Jahr ist ja der, wenn man die dazu zählt, SNES Mini, NES Mini, der 3DS, den habe ich mir dieses Jahr geholt, den 3DS XL auf eBay für 89 Euro. Der steht aber gut im Regal. Da habe ich noch 10 oder 15 Spiele zugekauft, weil die alle so günstig zu kriegen waren. Eine gute Regaldeko. Die Switch habe ich mir dieses Jahr gekauft. Das ist ja dieses Jahr alles dazu gekommen. Wie zufrieden bist du mit PlayStation VR? Ich stelle mir jetzt einfach mal selbst ein paar Fragen. Weil die da so hängt. Da bin ich sehr zufrieden mit. Das hat mich überrascht. Dass man sollte das nicht meinen, dass das dieses im Spiel sein und vor allem auch, dass die grafische Qualität von Astrobot überraschend gut ist. Dieses Umsehen im Raum, das überrascht einen doch, dass man sich überall so bücken kann und so. Das einzige Problem ist halt noch, dass man nicht sieht, was im Raum ist. Das heißt, das kann schon mal passieren in Abfall des Gefechts, dass man gegen, wenn man nicht gerade einen riesen Raum hat, nur für VR, dass man da schon mal gegen so einen Tisch stößt. Eagle Fly finde ich auch sehr gut. Das ist dieses Adlerspiel über der Stadt, über Frankreich, über Paris. Ich bin mit VR sehr zufrieden. Ich habe am Anfang komischerweise habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt. Jetzt habe ich mir VR gekauft, das hat schon wieder so viel Geld gekostet. Aber jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Was könnte ich mir noch für Fragen stellen? Mit was spielst du VR? Hiermit habe ich zwei Stück von. Sammelst du Merchandise? Bedingt. Immer so hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Eines der letzten Sachen, die ich mir geholt habe, da war im Fachmarkt, da bin ich vorbeigegangen, da war diese Tasse da. Da waren die Tassen so im Kassenbereich, habe ich mir gleich einfach mal eine Tasse gekauft. Mit was nimmst du auf, war ja gerade mal die Frage. Da habe ich mir ein Smartphone geholt. Hier, das hier habe ich mir halt geholt. Das Mate 20 Lite von Huawei, oder wie das ausgesprochen wird. Welche Serien guckst du? Oder wie viele Serien habe ich? Das weiß ich gar nicht. Es sind etliche Serien. Im Moment, die aktuellste Serie, die ich gesehen habe, ist hier meine Figur beiseite rücken. Doctor Who. Ich finde, es ist eine sehr gute Serie. Das Konzept gefällt mir auch sehr gut. Dass dieser Doktor, der sich ja nur der Doktor nennt, seine Gestalt quasi wandeln kann. Jetzt in der allerneuesten Staffel, die habe ich aber noch nichts von gesehen, ist ja noch zu aktuell. Da ist der Doktor eine Frau. Und das ist immer, wenn die quasi den Darsteller wechseln, dann wechselt er auch die Form, ein bisschen die Charakter. Und das finde ich so gut daran. Und daran, dass die TARDIS ja in Zeit und Raum wandert, ist man auch thematisch überhaupt nicht gebunden. Man kann die eine Folge im alten Frankreich spielen lassen, die nächste Folge spielt vielleicht auf einer Raumstation. Das ist der Sinn, haben die vollkommene Freiheiten. Das finde ich so gut an der Serie. Ich kann einmal beantworten, was ist deine Lieblingskonsole? Da würde ich tatsächlich sagen, die PlayStation 4, weil die PlayStation 4, da habe ich in der letzten Zeit die meisten guten Spiele drauf gespielt. Wie zum Beispiel die Uncharted-Spiele, also 4 und The Lost Legacy. Ich habe mir sogar geholt Uncharted 3, aber nur als Download, und 2, die habe ich aber nicht zu Ende gespielt. Ich hatte die auf der PlayStation 3 durchgespielt, dann Prey und The Last of Us.
Teraway habe ich mir geholt. Was ist das? Kann ich von dir aus gar nicht lesen. Meine Güte. Das mit dem Trico, das Spiel The Last Guardian habe ich mir geholt. Ich fand The Last Guardian gar nicht so schlecht. Hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ich würde es jetzt aber nicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal durchspielen. Aber war schon okay. Ja, das ist so meine Lieblingskonsole, die PlayStation. Ach, Horizon Zero Dawn sehe ich da auch noch. Also die PlayStation 4 ist meine Lieblingskonsole. Die Xbox One, die ich mir zum Start geholt hatte, die ist schon im Originalkarton verschwunden und drüber. Da kommt ja nichts mehr, was mich interessiert. Was kommt denn da? Forza. Forza Horizon, Forza Motorsport. Und Gears of War, was mich überhaupt nicht interessiert. Deswegen habe ich die eingemottet, ab in den Karton, genau wie die Xbox 360. Ich habe mir jetzt eine Soundbar geholt für die Küche, so eine Bluetooth-Soundbar. Damit höre ich über das Smartphone Musik. Und alles andere wird auch zu lang werden jetzt hier. Freust du dich auf Weihnachten? Ehrlich gesagt, nein. Da muss ich ja eh arbeiten die ganzen Tage. Da hält sich meine Freude in Grenzen. Und das war's dann auch. Ich will es ja nicht zu sehr in die Länge ziehen. Mir jetzt hier aus den Rippen sägen die Fragen. Da bedanke ich mich mal für die Fragen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.